Sei ehrlich, bist du ein Zombie? Bist du... Du bist doch ein Zombie, oder? Ja. Es gibt kein Heilmittel für Zombies. Ah! Und der ist weg. So, willkommen zurück zu Let's Play Earthbound Zero, beziehungsweise Mother 1. Und im letzten Teil ist ziemlich kranker Shit in unserem Haus abgegangen. Und wir wurden auf die Mission geschickt, irgendwas zu machen. Und das machen wir jetzt. Das heißt, wir gehen mal durch die Gegend. Oh yeah! Nintendo reist ganz alleine als kleines Kind durch die ganze Gegend. Das hat man doch schon mal. Nein, das Spiel ist älter als Pokémon, also von da kann es schon mal nicht geklaut sein. Vielleicht andersrum, wenn schon. Müssen hier nicht random Encounters kommen? Wir haben schon. Okay. Wally. Hey Wally, wie geht's? So ein alter Farmer oder so? Keine Ahnung. Wir greifen wieder an. 4 Damage, okay. Alter, das ist ein Smash! Okay. Der sollte nicht so ein Problem sein. Gucken wir mal. 5? Okay, kein Smash. Wie viel macht er denn sonst? 4. Okay, Wally. Auf die Fresse. 5 Damage. Der haut ganz schön rein. Wie viel hält er denn aus? Man kann übrigens auch wegrennen, wenn man will. Oder währenddessen sich heilen mit Gürtel oder sowas. Tja. Egal. Wir greifen weiter Wally an. Oh yeah. Wie viel hält er denn? Oh shit. Alter, was zur Hölle? Der Typ ist gerade voll im Rage-Mode. Ah, er ist tot, wenigstens. Wally kam wieder, bekam seine Sinne zurück. Okay. Hätten wir für den nicht wenigstens ein Level abkriegen können? Ich meine, das war ganz schön schwierig. Oh, da haben wir ein Haus. Mal gucken. Kommen wir nicht rein? Talk. Who are you talking to? Ich möchte mit dir sprechen. Ah, was kann ich tun? Was soll ich tun? Wo kann ich hin? Wo? Wen kann ich sehen? Was soll ich tun? Meine kleine Pippi ist weg. Pippi? Was ist das für ein Name? Wenn du nach Podunk gehst, bitte, sag's dem Bürgermeister. Oh mein, oh nein, oh mein Gott. Okay, wir sind zum Glück auf dem Weg nach Podunk. Wir können ja mal auschecken. Kein Problem. Alles klar, dann gehen wir weiter runter. Was ist das überhaupt? Wer baut hier ein Haus? Bei der nächsten Flut ist das weg. Ach ja, Earthbound Zero Musik und da ist schon der nächste Kampf. Eine Schlange? Oh yeah. Komm her. Eine blaue Schlange, sowas ist komisch. Okay, 2 Damage, die ist nicht so schlimm. Wie viel macht nochmal unser Brot? Wie viel kriegen wir beim Brot nochmal zurück? Ach ja, mir ist auch aufgefallen. GGS Diary, was das jetzt eigentlich heißt. GGF ist einfach Great Grandfather. Oh shit, gesmashed? Was soll das? Und wir smashen sie auch, okay. 9 Damage. Oh, die Schlange ist weg. Sie wurde ruhig. Okay. 22 XP. Gut, wir gehen nochmal zurück kurz. Denn ich wollte ja eigentlich das Diary weglegen, denn ich weiß nicht, ob es so eine Art... ob es eine gewisse Maximalanzahl an Items gibt, die man mitnehmen kann. Ach, Wally, verpiss dich. Gegen dich können wir jetzt nicht kämpfen. Wegrennen. Ob so eine maximal... Okay, wir können wegrennen, alles klar. Ob so eine Anzahl an maximalen Items gibt, die man mitnehmen kann. Denn das Tagebuch vom Urgroßvater brauchen wir wahrscheinlich nicht. So. Und da wir ja Items bei... hier, bei Mini... lagern können. Ich bin Mini, bla bla bla, hier. Dann nimm mal das Tagebuch vom Urgroßvater. Ja, ich will das Tagebuch vom Urgroßvater. Ich werde darauf aufpassen, okay? Irgendwas anderes, was du willst? Nein, also bis später. So, wir essen jetzt nochmal ein Steak. Ja, ich will ein Steak, laber nicht. Ja. Ja, gib mir ein Steak. So, wir sind wieder geheilt. Wir hatten ja nur noch 8 HP. Ich wollte jetzt nicht den letzten Orangensaft noch dafür verschwenden, also. Weiter geht's. So. Wir latschen wieder in Richtung Podunk. Eigentlich hätten wir das gleich machen können mit dem Tagebuch. Egal, dann haben wir uns nochmal geheilt und shit. Gut, wer ist jetzt da? Wieder eine Schlange, okay. Wir bekämpfen sie natürlich wieder. Wie ist das die schneller eigentlich? Oh, ein Damage gleich. Na toll. Ins Gesicht, Schlange. Eine blaue Schlange ist aber ziemlich cool. Awesome. Kampfmusik. Wir brauchen irgendwas, wo... Wir haben ja schon den Plastikbett. Wir brauchen irgendwas, womit wir solche einfachen Viecher schnell töten können. Aber das Spiel ist ja auch gar nicht mal so einfach. Da muss man so ein bisschen grinden irgendwann. Los, stirb, Schlange.
So, weiter geht's Richtung Podunk. Hier gibt's auch einen Gegner, der ist ziemlich witzig, das ist nämlich ein Hippie. Also 80er Jahre Hippies verprügeln, Propaganda, ist klar, ne? So, weiter geht's. Und wir hören die Polyama-Theme, glaube ich, heißt das. Gehen diese lange Straße entlang und da wären wir auch. Warte mal kurz. Geht's da irgendwo hin? Nö, alles klar. Wer hat denn diese Bäume so platziert? So, das ist ein Schild. Gucken wir mal. Check. Willkommen in Podunk! Oh yeah! Wir sind in Podunk. So, und jetzt gibt's ja auch wieder so eine Sache, und zwar... Runde Türen können wir betreten und was zur Hölle, wo geht's hier lang? Gut, vielleicht sollten wir... Noch nicht. Gehen wir einfach mal nach Podunk. Runde Türen kann man betreten und viereckige nicht. Hey! Mann, Alter! Du bist ganz schön dick? War ein Poltergeist in deinem Haus? Meins hat er zerstört! Okay, vielleicht ist er deswegen hier auf der Straße. Wer weiß. So, Podunk ist ziemlich nice gestaltet hier mit Blumen und Hecken und alles Möglichen. So, gehen wir mal hier rein. Runde Tür, da können wir reingehen. Eine Maus? Du bist der Bewohner? Ich bin eine laute Maus. Manche Gebäude kannst du betreten, manche kannst du nicht betreten. Wenn die Tür rund ist oder ein Schild hat, dann geh ruhig rein. Die anderen Türen werden nicht für dich öffnen. Mach's gut. Okay, danke schön, kleine Maus oder Ratte. Nein, Ratten greifen uns an. Gut, hier ist offenbar nichts weiter drin. Vielleicht ist irgendein Secret versteckt. Wenn die Ratte jetzt den Weg blockiert, dann wäre das blöd. So, mal gucken, was gibt's denn hier noch? Welche Häuser? Da können wir offenbar nicht rein. Da ist noch ein Bewohner, ey. Wie geht's? Sag mir nicht, dass du nach Süden willst, auf den Friedhof. Okay, also, da gehen wir doch gleich mal hin, oder nicht? Nur deswegen, weil du es uns jetzt erzählt hast. So, da ist noch ein Typ. Der sieht echt komisch aus, Junge. Was mit dir passiert? Jemand muss die Toten kontrollieren! Okay. Klar, warum nicht? So, ist hier noch ein Haus, das wir betreten können? Hier nicht. Kleinhäuser sind... Wow, das ist gar nicht mal so klein. Also, schauen wir mal rum. Hier kann man nicht durch. Nope. Da sind ein bisschen größere Häuser. Die schauen wir uns mal an. Ist auch witzig bei solchen alten Spielen. Das hier. Man kann hier nicht weiterlaufen bei solchen Gebäuden. Da ist immer noch so eine Collision Box. So, wer bist... Da ist ein Typ mit... Da können wir wahrscheinlich nicht rein. Das Canary Village ist im Nordwesten von hier. Es ist ein... netter Platz, um es zu besuchen. Und irgendwas mit Admission ist frei. Was auch immer Admission heißt. Und du bist? Die Tiere wurden verrückt. Und außer Kontrolle. Und gerieten außer Kontrolle. Die Toten wurden Zombies. Und haben Leute angegriffen. Was sollte man tun? Was kann getan werden? Okay, jeder hier... was? Nein. Da, ein Hotel. Okay. Können wir da auch schlafen? Wer bist du? Hey, stopp! Hey, Mann, da renn ich vor mir weg! Nein! Hier, Alter. So. Die Raumanzahl in diesem Hotel ist so... inexpensive? Ist so... Die Räume hier sind so... billig. Glaube ich, sagt er hier einfach nur. Und das ist nicht, wo es stoppt. Es wird immer noch billiger. Mann, so einen Stegreif aus dem Englisch zu übersetzen, ist gar nicht mal so leicht. Wenn du müde wirst, geh einfach zu irgendeinem Inn. Also zu irgendeiner Kneipe oder zu irgendeinem, also so ein Hotel oder sowas. So. Willkommen! $39 für eine Nacht. Machst du das? Wir haben gar kein Geld. Also ja. Tja, tut mir leid. Aber du hast einfach kein Geld. Können wir da... Gehen wir mal die Treppe hoch. Ist vielleicht da irgendwas? So, das heißt, wir können ja wahrscheinlich schlafen oder so. Okay. Rosa. Check. Das will ich checken. Komm, lass mich laufen. Nein! Okay. Man kann hier nicht... Man kann hier nicht einfach mal sein... die Richtung, in die Nest guckt, beziehungsweise Ninten, kann man nicht einfach so ändern, ohne dass man läuft. Noch so eine uralte Mechanik. Tja, muss man mit klarkommen. So, egal. Wir haben genug Zeit im Hotel verschwendet, wir gehen wieder raus. Gibt es irgendwo eine Bank oder sowas? Hier kann man nicht rein, ne? Nee. Machen wir hier schon? Sieht so aus. Was zum Teufel? Alter, warum zur Hölle werden hier angegriffen? Wally? Das kannst du doch nicht bringen, Junge. Was soll das? Stirb! Geh mit deinen blöden... Was ist das, was der da in der Hand hat? Ich weiß, was es ist, mir fällt nur das Wort nicht ein.
Was ist das? So eine Hake, so eine Heugabel, genau, der hat eine Heugabel in der Hand. Blöder Farmer. Diese blöde Jugend mit ihren Flugmaschinen. Mit ihren Flugmaschinen. Plant nichts Gutes. Alter, hör mal auf, deinen Angriff zu erhöhen. Oh shit, Alter. 10? Wehe, du smashst nicht, du Mongo. Dann sind wir Game Over. Oh, er ist tot zum Glück. Wally kam wieder zu Sinnen. Was ist überhaupt für eine Route? Warum werden wir hier angegriffen, Junge? So, wieder zurück in die Stadt. So, hier gibt es, glaube ich, keine Random Encounter. In normalen Earthbound, beziehungsweise in Mother 2, da gibt es sowas nicht mehr, Random Encounter. Zombies sind überall in dieser Stadt. Alles klar, was sagst du? Sei ehrlich, bist du ein Zombie? Du bist doch ein Zombie, oder? Ja. Es gibt kein Heilmittel für Zombies. Ah! Und der ist weg. Okay. So, hier muss es doch irgendwo eine Bank geben. Wozu haben wir denn sonst eine Cashcard? Ich glaube, hier gibt es irgendwo eine. Irgendein Bankautomaten, wo wir was abheben können. Hier vielleicht? Debt? Oh yeah! Ja, da gibt es einen Bankautomaten. Sehr schön. Talk? Who are you talking to? Geht nicht. Okay. Dann auschecken. Bitte Ihre Cashcard einlegen. Oh, ach so, okay. Cashcard, use. Kann ich dir helfen? Withdraw, deposit. Okay, withdraw heißt, wir können was abheben und deposit, wir können etwas, also Geld da lagern. So, wir nehmen mal alles mit. Achso, wir müssen jetzt 2000? Das geht nicht, das ist viel zu viel, du Spast. Okay. Use. Okay. 108, das ist jetzt blöd, dass man das selbst... Na, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 108, alles. Vielen Dank. Okay, hier ist ein Store, da können wir was kaufen, mal gucken. Wie kann ich dir helfen? Do you have any... Have something to return? Wie return? Irgendwas zurückgeben? Wieso zurückgeben? Hä? Was schlafest du? Ich will... Junge! Shopping. Kann ich hier nichts kaufen? Was ist das? Ach, das ist wieder ein Telefon. Hey, hier ist dein Vater, Junge. Ich habe gehört, du hast all dein Geld abgehoben. Was zur Hölle? After the amount you've spent. Jetzt hast du kein Geld mehr, du kleiner Wichser. So habe ich dich aber nicht erzogen. Nee, warte, das ist... Ich habe gar nicht, Nein, ich will nicht speichern. Ich würde gar nicht die Vaterstimme genommen. Egal. Die vergisst man sowieso immer, wenn man irgendwas macht. Drugs? Oh yeah, Drugs. Tja, ist... Heißt mal Drugstore. Alter Junge, was soll denn das? Mann! So. Willkommen! Also Drugstore ist nicht wirklich Drogen, sondern das ist einfach Medizin. Okay, Gegengift gibt's? Ein Asthma-Spray? Nintendo hat offenbar Asthma, bekommt Asthma, wenn wir sowas kaufen können. Life-Up-Cream ist wohl offenbar ein richtig geiles Item und Insecticide. Ich glaube, das tötet alle Insekten oder so. Wir kaufen mal ein Antidote oder so. Einfach mal. Weil wir es können, vielleicht werden wir irgendwann mal vergiftet oder so. Nein, wir möchten nichts anderes mehr. Ist auch immer so eine Shopkeeper-Strategie. Immer noch fragen, war das alles oder willst du noch was? Und dann... Sagt sowieso keiner ja. Willkommen, was kann ich dir verkaufen? Plastikschläge haben wir schon. Slingshot, Wooden Bat. Das ist gar nicht schlecht. Aber wir haben schon Plastikschläge. Vielleicht können wir unten den Plastikschläger, den wir schon haben, verkaufen oder so. Hehe, das wäre witzig. So, Food. Ah, Essen, genau, das ist... Fünf gleich. Brot, Sportsdrink. Mann, ich habe gerade richtig Appetit. Wollen wir was kaufen hiervon? Kaufen wir einfach mal Orange Juice. Vielen Dank, hier, komm mal wieder vorbei. Willst du noch was? Ja, ich will ein Brot noch. Sportsdrink sparen wir uns, das ist viel zu... Warum kostet ein Brot überhaupt $30 mal? So. Komm, es mal wieder besuchen. Ja, vielleicht. Und was gibt's hier noch? Parapet? Pass auf dich auf! Alle Tiere sind entkommen! Nur dieses komische Hühnchen ist noch übrig. Willst du es kaufen? Ja, warum nicht? 85? Was will ich mit einem Hühnchen? Wenn es umsonst ist, willst du es dann? Dann nimm es! Haben wir jetzt ein Hühnchen bekommen? Alter, was zur Hölle? Und was soll ich jetzt damit machen? Use? Nothing happened. Eat? Okay.
Hä? Was soll man mit dem Hütchen machen? Drop. Don't throw away a canary chick. Ja, wir haben jetzt ein Hühnchen. Look. Canary chick. Seine Augen zeigen, dass es ziemlich traurig ist. Oh, das arme Hühnchen. Ich denke, irgendwas kontrolliert die Tiere. Das hat die eine in der Stadt auch schon gelabert. So, wir gehen mal wieder hier raus aus diesem Laden. Wohl, wenn wir Geld... Wir können ja mal so ein Slingshot kaufen oder so. Wie viel ist denn der Plastikbett wert? Schauen wir mal. Oh, ja, ja, ich möchte gerne etwas zurückgeben oder so. Keine Cashcard, Plastik... Ach so, der ist ausgerüstet. Ja, scheiß drauf, den behalten wir einfach mal. So, mit welchen Leuten haben wir noch nicht geredet? Mit dir? Hi, wie geht's? Was heißt convenient? Ich weiß es nicht. Es ist convenient, dass die Cashmaschine gleich neben dem Service-Counter ist. Oh yeah. Aber warum soll das mich interessieren? Ich habe keine Karte dafür. Warum erzählst du es mir dann, Mann? So, du? Ah. Kommt dieses Canary Check von Canary Village? Weiß ich nicht, wahrscheinlich. Und was ist, wenn ich Nein sag? Die Hühnchen bei Canary Village haben so liebliche Stimmchen. Okay. Wer bist du denn? Der Rezeptionist in der City Hall ist so süß? Okay. Mann, bist du creepy, Junge. So, nein, ich will doch nur... Check. City Hall, City of Podunk. Okay, ey, was? Junge, was ist das jetzt für ein... Ah. So, die Tür war zwar eckig, aber da war ja ein Schild davor. Das heißt, wir konnten rein. Noch so ein Dude? Nee. Ach, das ist die Rezeptionistin. Ich werde ein Geheimnis mit dir teilen. Später. Alles klar. Warum sind die alle so creepy? So, wir sind hier auf der Mission. Wir müssen mit dem Bürgermeister sprechen. Bist du der Bürgermeister? Ich bin Abbott. Nicht der Bürgermeister, du kleiner Wichser. Bist du dumm oder was? Aber ich bin sein Assistent. Der Bürgermeister ist da hinten. Kleiner Wichskind, der Scheißkind. Ich bin doch nicht der Bürgermeister. Okay, hier haben wir den Bürgermeister. Der sieht aus wie eine Kartoffel in einem Anzug und mit einem Hut. Alles klar. Einwohner! Ich weiß, du würdest gerne dieser Stadt helfen. Tja, ein Kind hat hier rumgestreunt. Aber nicht hier, sondern auf Friedhof, ne? Und ich bin bald zu Neuwahlen. Du musst mir helfen. Hilf mir. Ja, warum nicht? Oh? Du wirst da hingehen und sie retten? Bring sie zurück zu mir. Aber nur lebend, nicht tot. Und ich werde sicherlich ein Held sein. Und dann werde ich wiedergewählt. Ich meine, du wirst ein Held sein. Okay, wir müssen also zum Friedhof. Gut. Na, willst du mir jetzt ein Geheimnis sagen? Okay. Oh Mann, das ist echt gemein. Sag mir doch jetzt dein Geheimnis. So, hier ist offenbar auch ein Schild, das heißt, wir können rein. Food Store oder so. Ist auch witzig. Irgendwie sieht alles von innen gleich aus. Oh Mann. Du bist dieses... Snotnose. Wie soll ich dieses Sprichwort übersetzen? Du bist dieser Rotznasen-Ninten. Der gleich neben mir im Kindergarten saß. Nein, das war ein anderer. Kann ich dir helfen? Bitte benutze dieses Menü. Oh, Hamburger, nicht schlecht. French... Oh, das kaufen wir auf... Oh, okay. At least I... Okay, dann werden wir mal was essen jetzt. Damit wir ein bisschen Leben haben. Obwohl, nehmen wir mal den Saft. Der ist weniger... Ach, das deckt sich nicht mal, alles klar. Wir haben den Saft getrunken. 9, Recover. Orange. Ja, achso. Gut, dann machen wir das gleiche nochmal. Orange Juice. Nintendo hat den Saft getrunken und bei 10. Okay, wir haben wieder 30 HP. Steht da unten. Da, wo HP steht. So, jetzt können wir auch wieder was kaufen. Und ich will einen Hamburger. Hamburger, gib mir den Hamburger. Oh yeah. So. Ja, ich will noch die French Fries. Und dann ist alles okay. So, jetzt haben wir nur leider kaum Geld mehr. Aber das ist egal. So. Und raus hier. Also, wir wollen ja genug bisschen Ausrüstung haben, bevor wir da runter in die Cemetery gehen. Ja, der hängt fest. Okay. Ich will nur gucken, was hier hinten ist. Nichts! Schön!
Dann sprechen wir noch mit den paar Einwohnern, die hier sind. Und dann gehen wir zum Friedhof. Oh yeah, zum Friedhof. Was zum Hölle, was der Hölle ist das da? Wo geht's hier lang? Oh shit. Hundertfüßler. Cool. Der ist auch wieder schneller, das gibt's nicht. Mal schauen, wann wir mal ein bisschen... wann wir ein Level abkriegen. Wie viele Viecher wir noch umbringen müssen. Ich glaube, der Friedhof ist sogar ein bisschen schwer. Da müssen wir vielleicht ein bisschen leveln, bevor wir da hinkommen. Komm, Junge, jetzt kann ich mal smashen oder so? Ein Damage. Stirb, Bitch. Okay, Centipede ist tot. Kriegen wir ein Level ab? Please? Yes! Mal gucken. Kampf 3, Speed 2. Weisheit? Ich weiß nicht, was Weisheit bringt. Vielleicht irgendwas mit PSI. Stärke. Noch mehr Stärke. Und HP. Ich habe irgendwie das Gefühl, das mit dem HP ist irgendwie voll random. So. Mal gucken. Mit dem haben wir noch nicht gesprochen. Mit dir haben wir geredet? Nee, mit dem da drüben. Wir sprechen noch schnell mit den Einwohnern. Der Bürgermeister sucht nach einem tapferen Mann. Ja, das sind wir. Obwohl wir nur ein Kind sind. Oh, das ist ein Krankenhaus. Shit, vielleicht hätten wir da reingehen sollen, bevor wir das ganze Essen verbrauchen. Hey, Ninten! Wie steht's mit deinem Asthma? Okay, Ninten hat wohl wirklich Asthma. Alter, was ist denn das für eine Puppe? Das ist ja voll die... das... Junge! Ich habe Albträume bei solchen Puppen. Mein Asthma ist besser geworden. Aber... Autodämpfe... set it off... ja, bei Autodämpfen kriegt er halt Asthmaanfälle. Ja, okay, das war's, genau. Ninten bekommt einen Asthmaanfall bei Autodämpfen, aber... Autos gibt's hier keine, noch nicht. So, was ist das noch für ein Haus? Hey, wie? Achso, okay. Na, du bist kranken. So. Who are you here? Achso, wen willst du hier besuchen? Ninten. Sorry, hier gibt's keinen Patient mit dem Namen Ninten, du Wichser! Super, Alter, der sieht ja echt krank aus. Nee, das ist ein Arzt. Okay. Tja. Ich werde dich behandeln. Vor 25 each? Ah, nee. Du willst wirklich nicht? Okay. 25? Was ist das für ein Arzt, ey? Das ist ja der letzte Abzockerei. So, wir gehen hoch. Sieh noch, Alter, das ist... okay. Gucken wir doch schnell das Krankenhaus an. Ist hier jemand? Nö. Okay. Okay, ich habe so das Gefühl, die Hälfte der Stadt ist völlig useless. Sind nur ein paar Leute, die Müll labern drin. Aber gehört ja alles zum Adventure, ne? Muss ja alles erkunden. So, da ist wieder die Schreckschraube. Da sind noch ein paar Häuser. Irgendwer, mit dem wir noch nicht gesprochen haben, mit euch zum Beispiel. Um zu essen, findest du Brot irgendwo. Ja, keine Ahnung, was Stale heißt, aber mit diesen Brotgruben kannst du deinen Weg markieren. Denkst du, ich rede zu viel? Ja, ich rede irgendwie doch zu viel. Die Tiere wurden böse und sind ausgebrochen. Also ist der Zoo abgesperrt worden. Hey, alte Frau. Ah ja, das hatten wir schon. Okay. Gut, sonst noch irgendwer? Irgendwer, mit dem man reden kann? Hallo? Podunk? Podunk ist viel größer, als ich dachte. Was ist das für ein Haus? Gar keins. Okay, es ist ein Haus, aber da kann man nicht rein. Earthbound 1 Musik. Das ist auch noch ein Haus. Alles klar, gut. Und dann an dieser Stelle, in der Gegenwart dieses Krankenhauses, sage ich, bis zur nächsten Folge von Let's Play Earthbound Zero, beziehungsweise Mother 1.